Für einige Akteure aus der U14 und U15 stand eine ganz besondere Trainingseinheit auf dem Plan. Die Nachwuchstalente trainierten unter Anleitung von Sportvorstand Dieter Hecking und den Ausbildungsleitern Reinhold Hintermeier und Dieter Frey. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, weil gerade bei den Kindern, die waren jetzt 14, 15 Jahre alt, unsere Top-Talente, man sieht eben, dass sie an deinen Lippen hängen, dass sie versuchen, die Dinge sofort umzusetzen. Heute war vertikales Spiel angesagt, Zielstrebigkeit, ja, das haben sie sehr gut umgesetzt. Und der Sinn war heute, dass ich einfach mal als Sportvorstand auch mal mir das Jugendtraining angucken wollte, mir einfach mal einen Überblick verschaffen will im Nachwuchs, was ist eigentlich los, wo laufen die Spieler rum. Und natürlich als Ex-Trainer wurde ich angefragt worden, auch mal mit auf den Platz zu gehen, das macht mir natürlich auch Spaß. Ja, wir haben in unserer neuen Spielphilosophie hat die Zielstrebigkeit bei uns einen hohen Stellenwert. Also wenn möglich wollen wir zielstrebig zum Tor und das Tor dann auch machen. Und das war halt unser Schwerpunkt. Haben wir versucht, den Jungs ein paar Dinge aufzuzeigen. Ich glaube, sie konnten von Dieter Hecking wirklich einige goldene Hinweise mitnehmen. Wir hoffen, dass sie viel Spaß hatten, dass sie merken, dass hier beim Club einiges in Bewegung ist und dass sie ein bisschen was gelernt haben. Durch die engere Verbindung mit der Lizenzabteilung soll die Jugendarbeit beim Club noch stärker gefördert werden. Ja, ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist. Wir haben ja jetzt auch ein Patenschaftsprogramm aufgelegt, wo sich sofort aus der Profimannschaft einige Spieler bereit erklärt haben, das zu machen für unsere Jugendmannschaften. Ich glaube, dass für den 1. FC Nürnberg die Nachwuchsarbeit essentiell ist, ganz, ganz wichtig ist, dass wir immer wieder versuchen müssen, die Jungs so auszubilden, dass sie bei unseren Profis durchstarten, dass sie nicht irgendwo anders Profi werden, sondern bei uns. Und ich habe das Gefühl, auch mit Dieter Hecking, mit Michi Wiesinger, die ja einen ganz engen Draht haben, sich sehr, sehr viel austauschen, da ist was in eine sehr, sehr positive Richtung unterwegs. Ja, wir haben es ja jetzt auch in einem neuen Leitbild nochmal hervorgehoben, wie wichtig das NLZ für uns wird. Und ja, es wird ja auch schon gelebt. Es ist ja nicht so, dass das heute eine Maßnahme war, die jetzt erstmalig war. Es ist ja schon in den letzten Monaten häufig gewesen, dass Top-Talente-Training stattfindet. Heute mal mit mir. Es waren aber auch schon Spieler dabei. Es war der Robert Klaus schon mal dabei. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir von den Profis nie den Blick für die Basis verlieren, weil da kommen unsere Talente her. Die Talente müssen auch spüren, dass wir das wollen. Ja, und ich glaube, das sind nur kleine Maßnahmen, dass ich da mal mit auf dem Platz stehe. Viel wichtiger ist, dass sie die Inhalte wahrnehmen, die wir ihnen vermitteln wollen, um dann eben wieder den einen oder anderen ins Max-Morlock-Stadion zu bringen.